Hallo YouTube, wir sind hier wieder bei Let's Play Rusty Hearts. Ja, wie man sieht, habe ich gerade erst eingeloggt. Der heutige Punkt ist, ja, die maximalen Mana-Punkte erhöhen sich um 5%. Bräuchte ich meiner Meinung nach nicht jetzt unbedingt. Und wir haben Post. Game Master. Ah ja, genau. Wie kann ich das später wieder aufmachen? Mailbox. Gut. Okay, dann. Gehen wir mal in das Städtchen. Wir haben eine Quest. Gut. Ich hätte schon fast gedacht, wir haben keine Kammern oder haben keine mehr oder so irgendwas. Rescue the Soldiers. Lower Plant, okay. Gehen wieder in unsere übliche Instanz. Auswahl, Portal, Dingens, Eingang. Und das können wir ja schon auf Hard. Cool. Ja, dann geht's einfach mal los. Ach schon, ja, habe ich schon, okay. Mir wurde auch gesagt, ich sollte mehr Skills einsetzen. Ja, dann werde ich einfach mal versuchen, das jetzt irgendwie umzusetzen. Auch wenn ich dadurch jetzt noch extrem viel schlechter spiele, aber was soll's. Ist ja nur ein Spiel. Der erste Skill. Oh. Zweites Skill. So ungefähr, oder? Ja, ich schätze mal so ungefähr. Nein. Ja, das mal. Ja, super. Dein Mob, der will wieder nicht. Blöder Archer. Und die erste Silver Card. Also, die erste in dem Dungeon. Natürlich trifft er mich wieder und er auch gleich. So. Gut. Da war ja noch was. Oder? Nein, okay. Da habe ich mich nur geirrt und Büschmori. Ja, ich gehe wieder den längeren Weg. Oh mein Gott! Habe ich ja überhaupt noch nicht angedeutet, dass da irgendwas anders ist. Und er hat mich nicht mal getroffen. Eine Glanzleistung.
Wechselkarte. Oh, gut. Natürlich bin ich erst auf Rang B. Sollte es auch anders sein. Oh, wie ich da unten gerade sehe, haben wir neue Potion Verein zumindest. Oh, wo ist der? Ich kann den irgendwie nicht so richtig finden. Ja, soweit ich das in Erinnerung habe, sollten die Tränke und so weiter irgendwie da drin sein. You can link in Internet. Ja, Tab und Linksklick, dann kann man es in den Chat reinlinken. Das ist auch ganz gut eigentlich. Okay, dann wenn man es so irgendwie zerteilen will, dann muss man das wollte ich nicht. Stört mich aber auch nicht jetzt. Ich mache aber lieber mal weiter, weil dann noch irgendein Monster kommt und mich versehentlich hier tötet. Ja, nicht ganz so vorteilhaft. Ah, da gab es ja gar kein Monster. Ach, gut zu wissen. Ja, du hast mir nicht getroffen. Ach, er hat das Bursche. Okay. Kommt mir irgendwie auch so vor, als hätte ich die schon ewig nicht mehr bekommen. Zu so einem Handelswursche. Ja, was soll's. Und hier wieder eine Szene. Okay. Gut zu wissen, wenn jeder sicher ist, außer uns. Ja, in dem Fall mir. Können die eigentlich da durchschießen? Ich schätze nicht. Tot. Ja. Gehen wir den ganzen Krempel mal auf. So schnell wie möglich töten wieder. Und ja, der stört mich nicht so sonderlich. Oh. Überraschenderweise ein ganz neues Monster in einem Dungeon, in dem wir schon waren. Wo ist es? Denn da der Weg zurück wurde zerstört. Sieht allerdings nicht ganz so aus. Nein, lass mich in Ruhe. Oh. Nein, ich muss rüber. Wie hat mich das wieder getroffen? Das gibt's doch nicht. X. Ich glaube, das ist immer der Bereich, der dann ganz leicht leuchtet. Uff, es
so, du kommst gar nicht raus. Nicht ganz so schwer, aber. Doch. Nein. Ah. Ich lasse das Vieh. Oh, genau. Greif an, ich will ausweichen, ich will. Nein? Okay, dann muss ich da weg. Und dann am Ende schwimmen wir ganz gemütlich da wieder zurück, oder? Ja, wie soll ich da angreifen? Und es ist tot. Zu langsam. Ja, der Franz ist so ein Angeber irgendwie. Und der Level. Okay. Ich glaube, da gibt es nichts mehr zum Aufheben. Gut, gut. Dann einfach mal skip. Oh, 8-mal getroffen. Ah, okay. Okay, vom Boss auch. Das. Es zählt nicht, also das ist. Nein. Nein. Ja. Das ist auf jeden Fall besser als das. Und, ja, das. Das wird. Naja, obwohl. Das werde ich auf jeden Fall anlegen. Bei dem bin ich mir noch nicht sicher. Ja, haben wir die Quest fertig. Gut, dann zurück zur Stadt. Aber vorher, wie mich das Vieh getroffen hat, das hat mich wirklich gewundert, weil. Weil auch irgendwie gar nicht mehr in dem Radius. Indem die Brücke zerbricht dann. Soweit ich das in Erinnerung habe. Ja, verkaufen wir sowieso. Und ich bin immer noch Level 7. Okay. Und es bleibt die einzige Quest. Und es ist eine Story-Quest. Meet Nadia. Shopping District. Also können wir jetzt darauf oder wie? Ja, gut. Und dann können wir auch bald in den nächsten Dungeon, würde ich mal. Schätzungsweise sagen. Ja, wie auch immer, Golden Seal Team wird schon richtig sein. Und ich laufe mal einfach durch die Tür. Was ist das? Ja, ich sollte. Wieso wartet ihr auf mich, wenn ich dann sowieso draußen warten soll? Ich glaub's ja nicht. Ja, okay, der Geralt will uns irgendwie loshaben und. Ja. Weil der seine Sache so schlecht gemacht hat, hat sie uns geschickt oder so irgendwie. Okay.
Kleine Information oder auch nicht, wird man später sehen. Der Geralt nennt den Franz einen Vampir. Und natürlich nehmen wir die Quest an. Ja, okay, das ist Gladiators Vorschau. Und das hier ist unsere einzige Quest, wie es aussieht. Ja, wir müssen in den Weinkeller. Da können wir uns dann ein bisschen besaufen. Und der ist da drüben. Hinter die Kasse. Ja, in den Weinkeller und ein bisschen saufen. Ja, hier gab es glaube ich auch immer Quests. Puh. Nehmen wir auf jeden Fall mal an. Ich hoffe, das ist keine Zeitquest. Die Bibliothek 1F, zu der ist es glaube ich noch etwas weiter. Aber ich beende mal hier diesen Part und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Also dann YouTube. Tschüss.